Hallo Menschen des Internets, das hier ist Erik. Hallo, hallo, hallo. Wie geht's, wie steht's? Alles frisch in der Hose? Ich weiß nicht, aber die werden wir jetzt definitiv nicht antworten, die Leute. Der gute Erik ist inzwischen mit ein paar Pokémon-Charaktern vertraut. Und wie ein jeder normaler Mensch es auch tun würde, hat er natürlich seine Pokémon-Waifus. Allerdings möchte ich jetzt, und natürlich die Breiten des Internets, also ihr fünf Leute, die zuschaut, möchten wir jetzt natürlich wissen, wie würde Erik diese wunderbaren Menschen, weiblichen Menschen, weibliche, es sind nur weibliche, ich habe jetzt keinen männlichen eingebaut. Ich muss erstmal Brille putzen. Vollkommen in Ordnung. Wie würde er die jetzt einkategorisieren von dem Waifu-Level obercuteste Waifu aller Zeiten und dem untersten Waifu-Level Ige? Also, Erik, ich überlasse dir jetzt. Dazu müssen wir sagen, ich bin absoluter Know-how, was Waifus aus Pokémon angeht. Das heißt, ich werde alles jetzt sehr objektiv bewerten und ja. Also er hat eigentlich keine Ahnung, was für ein Charakter diese ganzen Personen haben. Er sieht einfach nur, oh, die ist süß, 1. Oh mein Gott. Okay. Der erste ist Gloria aus Pokémon Schwert und Schild. Ja, ich würde sagen, schon cute, ne? Okay. Sie würde ich sagen, naja, geht so. Sanja. Ich finde es gar nicht nett, dass du die arme Professor Magnolika einfach so ignorierst. Okay. Also sie ist ja wohl mal verständlich, sie wird bestimmt super lieb in Pokémon sein, kann ich mir jetzt vorstellen, sie zumindest so ein bisschen wissenschaftlich. Ich glaube, sie hat effektiv keinen Charakter auch geboren. Das ist ein Pokémon Schwert und Schild-Charakter, die haben zu 90% keinen Charakter. Okay, aber nein, Ige. So. Ige, liebe Grüße, du bist auf demselben Level wie Professor Magnolika. Okay, und sie würde ich definitiv gleich hochstufen, weil sie ist blond. Sie ist blond, cute. Und deshalb würde ich sie fast schon zu cute stellen. Ich packe die erstmal in cute und werde im Nachhinein vielleicht dann noch ein bisschen hoch. Du machst eine richtige Wissenschaft draus, oder? Oh ja. Okay, und sie würde ich sagen, naja, doch. Gute Bälle aus Pokémon Schwarz und Weiß. Doch, ja, hier. So, sie ist eigentlich auch cute. Könntest du das bitte nach der Reihenfolge machen? Du machst mich aggressiv as fuck, ne? Okay. Sie würde ich genauso gehen wie, wie heißt sie nochmal? Ja, das sind solche Charakter, Ich glaube, eine heißt Mina und die andere Elfriede, aber frag mich jetzt nicht, wer von beiden wer ist. Also, die oder die, einer von beiden ist Mina und die andere Elfriede. Das werde ich mir bestimmt bis morgen merken. Das hast du gleich wieder vergessen. Das ist Camilla. Nice. Okay, sie. Lilia. Ist eigentlich auch cute. Ach, scheiße, das wird alles hier bei der Cute-Liste landen. Ich sehe das jetzt schon. Es ist ja nicht okay, so, sie gar nicht gleich so Ike, also ich mag das Hallo, gar nicht. Ich mag das, ja, das ist, gar nicht. Da muss ich erstmal Monte Drink aufzischen, Alter, das geht gar nicht. Ey. Übrigens, kauft euch Monte Drink, das Video wird gesponsert von Monte Drink. Monte Drink, bitte überweist mir Geld, ich bin arm. Die trägt eine Gießkanne. Das ist schon mal ein Pluspunkt, Digga. Okay, sie weiß ich, dass sie cute ist, schon durch die... Was heißt ja eigentlich weilige sie? Hinweise von... Was heißt von, ja eigentlich sie, weiß von ich, dass sie cute ist? Du weißt genauso, dass auch Gloria cute ist von mir. Du weißt genauso, dass auch Sania cute ist von mir. Sie kann ich nicht wirklich einschätzen. Wie sagt man so schön? Sie verbirgt ihr komplettes Aussehen durch einen Mundschutz, durch eine Mütze. Heißt das, dass du osteuropäische Bevölkerungsgruppen, die hier jetzt ankommen und ihr Gesicht verdecken, dass du die nicht tolerierst? Nein, natürlich nicht. Auf diesen Pfad lasse ich mich erst gar nicht herab. Nein, liebe Zuschauer, nein. Aber ich packe sie trotzdem im Naja geht so. Und es hat nichts mit dem zu tun, was du gerade gesagt hast. Das ist dieselbe Belle, das ist ja dieselbe wie die mit der grünen Mütze. Nur aus einem anderen Spiel. Cute. Sie? Alter. Lea. Cute. Junge, warum? Ich hatte diese obercute Story. Naja geht so. Okay, ich glaube, ich muss sie hier runterziehen, lieber nicht. Okay. Vielleicht. Weil, ja. Mega cute, vor allem die Pose, richtig süß, ja, so. Mach das bitte nie wieder. würde ich wohl tatsächlich so cute packen. Ich sehe ja alle schon in cute drin. Okay, bei ihr bin ich vorbelastet, Name? Lotta. Der gute Johnny hat mir schon ein paar Bilder gezeigt, also, aber mega cute. Weißt du, was die Leute sich jetzt denken, was für Bilder ich dir jetzt gezeigt habe? Wir sind im Internet, was kannst du nicht sagen? Die dürfen schon alles von dir erfahren. Ja, glaubt es auch noch alle. Vollkommen in Ordnung. Okay. Oh, okay. Sie. Das ist dieselbe wie die mit dem Kleid. Auch nur aus einem anderen Spiel.
Welche? Die mit dem pinken Kleid. Ach so, okay. Naja, gut, dann. Nö, sie ist nicht so. Nö, sie lieber auch gar nicht. Nö, ist nicht so mein Fall. Ja, ist zwar Flonk seine. Ich wollte gerade sagen, Flonk seine, Oberwaifu, Alter. Warte, was mit Sky? Skylar. Skylar ist der englische Name, ja. Auf Deutsch heißt die Geraldine. Wunderbar, ich hab mir mal was gemerkt. Siehst du, Flonk erschätzt seine Waifu, er kennt wenigstens seine ihren Namen. Also ich persönlich finde sie jetzt nicht mega hammer cute. Ich finde sie, wenn dann, cute. Sie alleine schon vom Gesicht spricht mich nicht an. Es ist ein älteres Artwork, wie man schon an dem Zeichenstil erkennt. Deshalb würde ich schon der Charakter wird auch irgendwie nie wieder reused. Den da, Ike? Es ist eine Sie, aber vollkommen in Ordnung. Ja, Mensch. Ich habe gesagt, wir sind nur weiblich. Warum sehen die manchmal so männlich? Aber ja, ist ja gut, deswegen heißt es ja auch Junge, die Frau ist bestimmt 80 Jahre alt, deswegen sieht sie so aus. Sie aus. Okay, also das ist schon mal eine andere Klasse. Die gute Frieda. Das ist schon mal eine andere Klasse. Die muss ich, glaube ich, hier anfangen. Okay, bei ihr? Reißer. Reißer? Ja, Reißer. Das ist das. Würde ich gleichzeitig noch ein Training hier, ne? Das ist kein Training, das ist einfach mal ein Trauerfall. Oh mein Gott. Hast du gerade hast du gerade Cynthia auf lieber nicht? Ich meine, lass es. Ey, es komm. Ist deine es ist alles okay, es ist deine Meinung. Aber du weißt nicht, wie viele Hate-Kommentare ich jetzt bekommen werde, dass du Cynthia auf lieber nicht gepackt hast. Sie? Lucia. Also das muss ich schon ganz hoch tun. Sehr populäre Meinung. Ja. Nein. 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 Junge, oh. Guckst du dir die Leute überhaupt an oder gleich? Nee. Wie gesagt, ich kann nur vom Optischen bewerten und da kann ich sofort sagen, nein. Aber wie kannst du Charlie da runterpacken? Die ist voll süß. Die? Ja. Ja, okay, gut. Oh, okay, gut. Mach mal eins hoch. Das ist immer noch lieber nicht. Du hast dich jetzt einfach nur von Ige auf lieber nicht gepackt. Das ist wie wenn, weißt du, eigentlich können wir lieber nicht auch einfach, keine Ahnung, Flonk nennen. Das ist dasselbe Prinzip, ey. Wirklich? Lass es mal so, das wird lustig. Na, ich bin mal gespannt. Okay, sie ist schon cuter als hier, also ja, ich würde sagen, ja, hierhin. Ich glaube, ich muss wirklich nochmal von cute ein paar zu mega hammer cute hin tun. Also sie sehe ich ja schon eigentlich schon. Vor allem rote Haare, ich muss dazugeben, ich bin ein Fan von roten Haaren. Sorry, ich muss. Sagte er und hat bei Ige eine rothaarige. Ja, jetzt lass mal zu stehen. hier würde ich jetzt einfach sagen, naja, geht so. Ja, ist okay. Hier würde ich schon wieder sagen, cute. Sie hat einen bösen Blick drauf, da habe ich ein bisschen Angst vor. Vielleicht brauchst du das. Vielleicht brauchst du das unbedingt, so ein bisschen. Ich bin nicht so ein Typ, ich stehe nicht aus. Also, naja, gut, manchmal, aber naja. Belassen wir das dabei, ne? Ich würde es jetzt einfach mal zu Flonk tun. Flonk, also Ige, Flonk, alle Charakter, die da landen, die sind alle für euch. Bedient euch. Ige, viel Spaß. Okay, also die gut richtig grimmig. Die ist bestimmt wieder aus dem älteren Pokémon-Spiel, ja, oder? Ja. Aus dem allerersten. Na, ah, siehst du. Kann ich mir fast in die Augen. Wahrscheinlich sie auch, ne? Ja, das ist die Protagonistin. Obwohl, sie ist aus die zweite, das ist Leaf, die ist die Protagonistin des Remakes des allerersten Spiels. Ich hatte am Morgen alles vergessen, aber. Definitiv. Aber sie ist cute, also kommt sie hoch. Okay, und hier würde ich sagen, dahin. Ja, komm, naja, geht so. Ja, naja, geht so. Ja, eher ja, nicht so. Nee, gar nicht. Du denkst, dass du da oben, du so? Weißt, dass du da oben noch eine Zeile ja, hast. Ja, irgendwie ist gar. Oh. Ja, also würde ich jetzt bei ihr nicht schon durch Vorbilder oder durch ein paar Spoiler seitens Johnny wissen, dass sie. Auch andere hübsche Artworks existieren, dann würde ich wahrscheinlich sie jetzt, ohne etwas zu wissen, hier unten hin tun. Da ich aber weiß, dass sie... Sie hat noch eine Version andere in der Liste. Interessanten... Sie hat noch eine Version in der Liste, warte nur ab. Packe ich sie jetzt schon mal zu Mega Hammer Cute. Also sie guckt irgendwie so richtig so als Haut drauf. Das ist das Artwork Stimmung. Der Trainerklasse Göre. Deswegen, sieht sie aus wie sie aus. Nee, eher nicht so. Alter. Nee. Oh, das ja. Das ist wieder Erika. Oh. Das ist ein anderes Outfit. Oh, das muss hoch. Na, sie ist bestimmt cute, aber sie guckt ein bisschen böse.
Ich glaube, die hat ich auch weiß nicht, wie sie dann in-game ist. Nicht? Ich glaube, die hat auch effektiv keinen Charakter. Ah. Ja, dann packe ich sie zu Flonk, bitte schön. Ne? Flonk, bitte. Also, Flonk wird sich freuen. Oh, guck mal, da ist noch einer. Okay. Da ist sie ja nochmal! cute? Nee. Also, ja, geht so. Ich find's schön. Das konntest du jetzt nicht wissen, aber das hier, den du hier hast, das ist Misty. Aus Pokémon Heart Gold und Soul Silver. Und das hier ist Misty aus Pokémon Rot und Blau. Du hast die genau nebeneinander gepackt, ohne zu wissen, dass sie dieselben sind. Wenn das mal kein Zeichen ist. Okay. Oh, Sabrina zu Igel gepackt. Oh, das wird Flonk in der Seele. Na gut, na gut. Oh nee, ich darf mich nicht beeinflussen. Du darfst mich nicht beeinflussen. Ich weiß es. Mit meinen Beurteilung. Okay. Sie, cute, das sieht man schon, ja? Nee, also da würde ich fast schon sagen, das sieht aus wie ein R. Es ist eine populäre Meinung, dass dieser Charakter, diese Version dieses Charakters besser gesagt, genauso aussieht wie Professor Eich. Ja, eigentlich auch cute, ne? Nur ein bisschen struppelig die Haare. Green ist richtig süß. Jetzt kommen jetzt auf einmal nur noch cute, ne? Obwohl du hast aber auch gerade die Artwork-Sparte erwischt, wo richtig cute ist. Das sind jetzt alles die Artworks aus Pokémon Let's Go und die sehen einfach alle irgendwie generell cute aus. Ich weiß auch nicht warum. Okay. Ja, auf den Artwork sieht man ein bisschen ungünstig was. Das ist blöd bei ihr. Aber sie kenne ich auch schon. Ja, weil wir die schon zweimal hatten. Das ist wieder Misty. Soll ich sie mal ganz hoch tun? Ja, warum nicht? Es ist deine Liste. Das ist nicht mal ganz hoch. Du hast immer noch eine Zeile drüber, wenn ich dich dran erinnere. Ich trau mich nicht höher. Ich trau mich einfach nicht hoch. Das muss, wenn es ganz oben sein soll, einfach bei mir sofort klicken. Ich muss sofort sagen, Alter, geil. Gehen? Ja, cute. Shit, ey. Boah, ich bin dann so gespannt, wie das vergleichsweise zu dir dann aussieht. Ich werde diese Liste nachher bewerten und werde ich strukturell auseinandernehmen. Ja. Oh. Flonk, bitte. Oh, Flonk freut sich darüber, das glaubst du gar nicht, ey. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, okay, komm. Ja, gib mir mal eine Chance, bitteschön. Die würde ich eigentlich auch sofort nach oben tun, ne? Aber... Nur zu? Ich tue es jetzt mal nach oben, ich bin mal mutig, ich bin mal mutig. Alter, jetzt kommen ja nur noch solche Kandidaten, die nach oben können. Okay, ja, doch, komm. Wenn das zu klein wird, dann mach das nochmal. Ja, mach nochmal. Genau, danke. Zu cute. Boah, nee, geht so. Ne? Alter, wie viele haben wir jetzt eigentlich noch? Ach du Scheiße. Ja, die ist das lang. Tja. Machen wir den hier. Gib mal Flonk. Gib mal alles Flonk. Hier. Oh, die Oma, die gibt mal Igel. Alter, Igel, du Gilfhunter, Alter. Das Ding ist, wenn ich sie hier in Tour, das, da passt, naja, geht ich so nicht. Ich wollte gerade sagen, so. Du denkst aber das noch an die Titel, nicht. Die du den Leuten das gibst. Das geht ja. Nicht, ja. Eigentlich müssten wir noch eine Spalte hier zwischen cute und naja, geht so schon in Ordnung, oder? Eigentlich ganz cool. Aber nein, wir lassen das. Wir machen jetzt nicht nochmal extra. Das ist okay. Du musst mal sagen, immer wer das ist. Du hast die aufgegeben schon, ne? Naja, wenn du hier zack, 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 zack machst, so schnell kann ich gar nicht reden, Alter. Iga. Ich meine, wer drauf steht? Ja, ich nicht. Iga steht bestimmt drauf. Iga ist ein. Ist der so ein. Hat der so ein Fetisch? Ja, also bitte guck dir Iga an. Also, wenn der hier nicht so ein Fetisch hat, dann will ich auch nicht. Also. Es tut mir wirklich leid. Iga, jedem das sein. Also, ich hab damit kein Problem. Iga wird mich so hassen. Ich akzeptiere es und toleriere es. Kein Problem, Iga, ja. Hier muss ich aufpassen. Nur weil sie gerade ein Bikini anhat, darf ich nicht sofort sagen, yo, mega cute. Sondern ich gucke mir eher das Gesicht an und sage. Jo, mega cute. Also, das ist irgendwie auch mega cute. Also in meiner Meinung nach. Hier. Scheiße, okay, ist ja gut. Guckt halt böse, aber ist bestimmt. Hallo? Sie tanzt mit jemandem, sehr sympathisch. Ja, tu mal hoch. Ja, also hier ist schon mal wieder so eine Art wie. Das ist schon mal wieder so ein Igel-Fall, meinst du? Leg mich mal. Nee, ja, Igel. Nee, für Igel ist er noch zu hübsch. Es tut mir so leid, Igel. Es tut mir so leid.
tut die mir geht so mal flank. Schon ein anderes Level. Die hatten wir schon mal gehabt. Das war die, mit der, wenn du nochmal hochscrollst, in der ersten Zeile von hier. Bin ich gut, ey. Also sie ist. Das ist wieder Lucia. Lucia hatten wir schon mal. Ja, die ist ganz oben. Also ganz oben ist eigentlich noch keiner. Wenn ich da hoch tue, das entscheide ich, glaube ich, dann am Ende. Ja, ich glaube, ich weiß auch schon, wer da landet. Aber wir gucken mal. Vielleicht bin ich ja. Hey, andere hast du Erika vermisst? Ja, ist das nächste auch schon von Erika. Das ist so dein Mojo, oder? Erik, Erika, seid ihr so verwandt? Seid ihr so ein Clan irgendwie? So? Dann wüsstest du schon längst davon. Seht ihr so hier? Ja, es ist so ein... Da wüsstest du schon längst davon, wenn es so wäre. Okay. Und da haben wir wieder Misty, das Artwork aus der ersten. Nee, ey, ganz ehrlich, komm, das muss runter. Das muss runter. Okay, okay. Sie. Flavia. Flank, gebe ich Flank. Sie. Nee, komm, Ika. Frieda? Und bei ihr würde ich sagen, Kurt. Dann haben wir wieder Maike, naja, die hatten wir auch schon mal. Hier würde ich sagen, naja. Antonia. Flank. Hier würde ich sagen, naja, geht so. Felicia. Naja, geht so. Svenja. Oh, jetzt wird's ein besser. Okay, hier würde ich sagen, geh mal Ika. Namenlos. Ika. Namenlos. Wipke. Flank. Flank. Okay, sie würde ich sagen. Auch keine. Oh. Ich sag jetzt nicht, warum ich O sage, aber ja, wir tun mal zu cute, ne? Bubis? Ja, Bubis, okay. Okay, und sie würde ich sagen. Cute. Alleine schon, weil sie so verdammt lieb lächelt. Jetzt bin ich mal objektiv. Jetzt gucke ich nicht auf ganz bestimmte Sachen hier, ja? sondern tue mal. Es gibt Flonk. Flonk braucht mal ein bisschen Spaß. Man sagt doch was, lass mich doch nie so eiskalt stehen. Was soll ich dazu noch sagen? Kylie, naja, geht so. Grayson. Naja, geht so. Ah ja. Gut, wir sind in dem Punkt des Videos angekommen. Ich hol mir mal einen Monte-Drink. Also okay, ich pack sie mal zu Ike, ne? Also ich würde sagen, es ist ein guter Punkt, den Hugo aufzumachen, oder? Hast du jetzt wirklich zu Ike gepackt? Nein, natürlich nicht. Ich hab sie noch an der Hand. Ich pack sie erstmal zu Mega-Hammer-Cute. Okay, ja, gleich guckt ihr. Ja, okay. Machen wir mal weiter. Okay, also bei dem Charakter ist das ganz schwer zu beurteilen, weil man irgendwie das meiste gar nicht erkennt, was ist nun an ihrem Körper dran das und was ist nicht an ihrem Körper. Siehst du die Person dran? Rechts daneben? Ja. Genau dieselbe. Ach so. Okay. Das ist die Mutter von Lily. Alter, ich komme ja so bescheuert Samantha. Vor, wenn ich überhaupt gar keine Grundkenntnisse von Pokémon habe, dann... Ich finde es einfach nur richtig schön, das ist die beste Videoidee, die ich je hatte. Weil du musst dir vorstellen, die ist ganz... Ja, okay, ich kann sagen, die letzte, die du jetzt genommen hast, die hat noch riesige Tentakel, mit der sie Ige verwöhnen kann. Also von daher, Ige, viel Spaß. Ja. Maho. Das ist Maho. Die tue ich zu... Eigentlich, naja... Weißt du, was die Sache bei Maho ist? Sie hat eine Kelle in der Hand, das heißt, du würdest schon mal denken... Oh, sie kocht für mich. Oh, das wollte ich gerade sagen, sie kocht für dich, denn Erik schafft es nicht mal, Würstchen zu kochen, weil Erik die losteste Person der Weltgeschichte ist. Ich würde sie... Bei Naya geht's. Also, da sie für mich kocht und... Das ist ja an sich kein schlechtes Argument, also wir belassen es dabei, so. Zu cute. So. Matsurika. Flonk. Die kriege ich. Na wohl, warte mal, ich mach zu Naya, geht so. Die hat Flonk nicht verdient. Das ist die Mutter aus Sonne und Mond. Ich sehe da unten schon wieder jemanden, der ich darf nicht. Erste Zeile. Ist ja gut. Okay, das gebe ich Ike, das gebe ich auch Ike. Das ist Fran. Das ist neues Professor Burnett. Okay. Selene. Das kommt zu Mega Hammer Cute hoch. Bei ihr, ja, also kommt Leute, also wer würde die auf zu Flonk geben? Die muss Ike gehören, ja. Okay, und sie auch. Pia. Die hatten wir schon mal. Ich weiß nicht, warum die doppelt drin ist. Ich weiß es wirklich nicht, aber die hatten wir schon mal. Die sieht mega cute aus. Ich pull die erstmal hier. Ja, du hast die jetzt genau übereinander gepackt. Ey, warum müssen sie doppelt? Deswegen, ich weiß nicht, warum die doppelt drin ist. Ich weiß es wirklich nicht. Genau wie die hatten wir jetzt auch schon mal. Zwei Omas für Ike. Warte. Wir sortieren das mal ganz kurz. Ige, wir gönnen dir gleich. Wir gönnen dir gleich. Und wir packen die mal kurz hier runter, die wir schon hatten. Das ist wieder Selene, nur ein anderes Artwork. Mega Hammer cute. Na, okay. Dann haben nein, wir eigentlich nein. den. Okay, hoch. Ach, Lilly. Cyber-Tech-Frau? Es gibt vier Stück von denen. Wer jetzt wer ist, weiß ich nicht. Okay. Würde ich jetzt Flonk geben. Der steht da auf Cyber und Star Wars und so, ne? Flonk, es tut mir leid.
Bei ihr, ja. Heureka. Heureka. Nö. Nö. Ja, geht so. Dianta? Ja, gib mal Flonk. Ach, das geht mal auch Flonk. Ja, das geht mal Ike. Das gehen mal hoch zu. Naja. Sorry. Das klingt so scheiße, naja, geht so. Wir müssen das umbenennen. Das ist so das ist so beleidigend für die Charaktere, naja, geht so zu bestimmen. Pass auf, wir machen das jetzt ja schon hübsch. Schon echt süß. Ja. Aber sieht ein bisschen psycho aus, finde ich. Ein bisschen creepy. Also, das ist eine Feentrainerin eigentlich. Na, würde ich sagen, schon hübsch. Aber irgendwie, naja. Eines der Kimono, alle vier, die jetzt kommen, sind Kimono. Oh, der wird sich darüber freuen, das glaubst du gar nicht. Der ist immer ohne Schild, der wird sich richtig darüber freuen. Ey. Pack die alle zu Flonk, der freut sich in Absage. Nee, alle kann der nicht. Alle, zum Beispiel so eine Dame darf ich nicht hergeben. Das ist schon echt süß aus. Ja. Sie sieht creepy aus, Flonk. Ja, das ist so. Sie würde ich zuschauen. Hübsch. Oh, sie haben es fast geschafft hier. Das ist die Cyber-Woman. Eine der vielen, ja. Die kriegt Flagge. Ike. Macht gerade was für eine Aktion mit dem Pokéball? Das ist eine Dienerin, die macht einfach nur gerade eine Beuge nach vorne und hält einfach ihren Pokéball in der Hand. Ach so, okay, das hat jetzt keinen tieferen Sinn. Okay. Dann würde ich die zu Flonk geben. Die gebe ich auch Flonk. Patricia? Die gebe ich auch Flonk. Die gebe ich auch Flonk. Ja, so schnell kann ich gar nicht gucken, weil da ist immer Beine weg, ey. Okay, die gebe ich Ike. Was hält die denn da in der Hand? Eine Puppe von einem Fred. Aha, und wie heißt das? Nee, von einem Flabébé. Das ist eine Trainerklasse, die hat keinen Namen. Okay. Ich sag wirklich nur die Namen bei denen, die auch Namen haben. Oh, die ist ja cute. Die ist so ganz süß, so. Ich glaube, sie hält, wenn das jetzt das volle Artwork wäre, hält sie, glaube ich, effektive Kompost in der Hand oder so. Ich weiß, Illusion vernichtet. Sie hält jetzt nicht immer Kompost in der Hand, ja? Nur, dass du es weißt. Na, dann ist sie halt eine Gärtnerin. Das ist auch eine Gärtnerin. So, sie, ja, also wer gegen sie irgendwas sagen kann, ja, ist schon echt süß. Bei ihr, ja, ist schon echt süß, ne? Sie finde ich schon mal mega cool, sie ist sportlich, was ich gerade aktuell nicht bin und ich eigentlich mal mehr sein sollte. Wann warst du mal sportlich? Alter, ich war in der ganzen Grundschule und im Gymnasium hatte ich immer eine 1 im Sport, aber finde ich, habe ich immer gut. Das hat das jetzt gute Leistung, ich hatte immer eine 1, ich hatte immer eine 1, ja. Vor allem habe ich Laufen geliebt, Laufen, Langstreckenlaufen. Das darfst du Philipp nicht sagen, weil Philipp hasst Laufen. So viele hassen Laufen, die ich kenne. Ja, aber der hasst schon 3 Schritte Laufen, weißt du. Naja. So, schon echt süß. Nee, ich würde sagen, schon hübsch. Ike? Serena. Schon echt süß. Senna. Hammer. Mhm. Cyber kommt Flonk. Das hat nichts mit Cyber zu tun. Was ist das? Ist, denn? Das ist eine Art Gleitflügel, den sie. Achso. Ah, wie so ein Wingsuit. Genau. Okay. Da gibt's gar keine Frage, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden, die kommt hier hoch. Eine Oma? Ja, naja, also wer kriegt die Oma? Ich werde die ganz hochpacken in die rote Zeile, also ich glaube, ich drüber nachdenken. Okay, also ja, rote Zeile, wir haben... Wenn du darüber nachdenkst, ja, okay, also. Alles klar, lass mal da oben. Lass mal die Oma wieder ab, die kommt mal wieder mit runter zu Ike. Okay. Ja, komm, eine Milf, die kriegt natürlich Flak. Ich sehe schon, so Ige ist Gilf, Flonk ist so Milf. Viola. Die ist mir sympathisch. Die macht viele Bilder. Die kommt schon zurecht süß. Ja, komm, wir geben mal Ike eine Person, die mal nicht so. Nein, gut, ich lasse es lieber. Na, das war's. Die hatten wir jetzt schon. Die hatten wir schon. Sanja hatten wir schon. Okay. So, jetzt musst du aber noch. So, jetzt muss ich noch. Jetzt Ja. Ich muss erstmal nochmal sortieren. Genau. Und mal kurz einen Überblick verschaffen von schon hübsch zu schon echt süß. Alleine vom Aussehen würde ich sofort die runter tun.
Alter, das hat mir jetzt gerade so im Herzen wehgetan. Ich weiß. Aber, naja, alleine vom Auge. Ganz ehrlich, dieses Artwork im Vergleich zu dem. What the fuck, ey. Können wir das bitte löschen? Treiben halt einfach gleich. Ich weiß ja nicht, was du denkst. Ich denke generell gar nichts mehr. Okay. Ja, gut, Leute, kommt, ja. Weil ich nicht mal nachgedacht habe. Also. Sie hätte für mich eine eigene Zeile bekommen. Sie hat bei mir eine eigene Zeile bekommen, also. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich da gucken soll, wenn er mir dann hier die ganze Zeit die Ohren vorhält. Wie kannst du sie nur so weit runter? Ich weiß nicht, wie sehr ich es meine Zunge gezügelt habe in der letzten halben Stunde, ey. Ich lass das so und bevor mich Johnny komplett runter macht, gehe ich ganz kurz auf Toilette. Ist das okay? Soll ich jetzt sagen, nein, scheiß dir ins Hemd oder was? Also ich gönne dir jede davon. Die untersten Kategorien. Flunk und Igel zu nennen. Die beste Idee, die ich hier hatte. Na dann, ich bin mal gespannt, Johnny. Ja, das ist ein Monster, weil du gleich komplett vernichtet wirst. Also, erstmal, und da seht ihr auch nicht, Selene muss hier hoch. Punkt. Es ist in Xenia genauso. Es ist bei mir eine absolute Pflicht. Mucia würde ich eins drunter packen. Dann würde ich Senna noch eins hochpacken. Eigentlich müsste ich die beiden Lillys noch eine Stufe drüber packen. Weil Lilly ist einfach so. Das ist einfach Pflicht. Ansonsten ist die Zeile absolut in Ordnung, habe ich an sich nichts dagegen. Außer ich werde Glocan noch hochpacken. Die ganz gleich beide Glocans hoch. Dann weißt du was, ich bin lieb. Ich muss Iga auch mal was gönnen. Iga hat hier so viel Schaden bekommen. Iga braucht mal eine Glo. Wo ist sie jetzt hin? Ich glaube, sie ist weggedroppt. Ich glaube, die hatte gar keinen Bock auf Iga. Wir haben es versucht, Iga. Iga, ja, es tut mir leid, aber. So, Belle ist echt nicht mein Fall. Ist echt nicht meins. Ich weiß nicht warum, aber Belle ist echt nicht meins. So vom Charakter her oder auch vom Aussehen? Von beiden. Ich kann die einfach nicht leiden. Okay. Und das ist jetzt alles an sich in Ordnung. Kann ich so lassen. So, diese Maike kommt hier hoch. Unüberlegt. So, Erika packe ich auch eins hoch. Beide. Diese Misty kommt hier hoch. Die kommt hier hoch. So. Dann, die Maike kommt auch hier hin. So, Grün kommt hier hoch. Hm? Ja. Die kenne ich gar nicht. Die hast du mir das vorher ist nie mir gezeigt. Komplett so. Egal, wen du kennst und wen nicht. Muss mir ja so. Noch ein paar Bilder schicken. Das klingt so elendig falsch, ist nicht normal. So, Lola, die kommt auch bei mir hier ganz hoch. Genauso wie, und das da muss ich eigentlich echt backpfeifen dafür, die kommt ja auch nämlich ganz hoch. So, dann muss ich dir mal hier die ganzen Kindergartenkinder entfernen. Das geht gegen mein Mojo. Ich meine, viele, was du vielleicht wegen dem Artwork einfach nicht erkannt haben, weil du das volle Artwork nicht kennst. Sind die böse oder was? Nein. Im Spiel? Das ist eine Waifu-Liste, da haben Kindergartenkinder bei mir in der Warum ersten Zeit. Warum sind die dann überhaupt in der Liste? Keine Ahnung, weil das einfach nur alle weiblichen Pokémon-Charakter der Hauptreihe wahrscheinlich sind. So, Alba würde ich schon mal weiter runterpacken. Ist auch nie mein Fall. Ja, die können wir hier lassen, die ist okay. Serena kommt ganz hoch, unüberlegt. Conny würde ich hier hinpacken. Alles gut, das alles raus, was du rauslassen musst. Hier haben wir noch eine Cattleya. Aber die finde ich jetzt nicht so süß, also würde ich erstmal hier hinpacken. Ja, das kommt auch erstmal hier runter für die Sicherheit und für Polizeischutz. Den Rest können wir hier lassen. Die würde ich eins runterpacken. So, Sania kommt eins hoch. Die beiden Camillas kommen bei mir ganz hoch. So, Annabelle hat bei mir hier gar nichts zu suchen. Zumindest nicht diese Version von Annabelle. Die andere haben wir leider nicht. Bianca, auf Wiedersehen. Diese Misty ist auch nicht unbedingt mein Freund. Auch Cordula ist nicht mein Fall. Auch hier wieder. Weiß nicht, was da bei der falsche laufen ist im Schädel. Diese Felicia kann ja bleiben, dann bin ich hier zufrieden. Diese Maike können wir ein bisschen hochpacken. Die ganzen Kampf. Das ist irgendein scheiß französischer Begriff, ich hab keine Ahnung. Die kommen bei mir an sich hier hoch. Außer sie. Und sie kommen bei mir ganz hoch. Ist ohne mein Fall hier. Oh, halt, ich wollte nicht Sabrina, ich wollte die hier. Die ist nicht so mein Fall, die würde ich ganz hochpacken. Ja, hier ist Lohia. Liga. hey, diesmal wollte sie. Valerie kommt für mich auch hier hoch.
Ja. Ansonsten Janina würde ich weiter hochpacken. Finde ich ganz knuffig. Sie auch. Ich habe keine Ahnung, was er da tut. Aber umsortieren. Alles einfach besser machen. Wieso tust du die zwei, die eigentlich total grässlich aussehen, dazu schon hübsch? Ist ganz einfach. Für dich hübsch? Weißt du warum? Weil du Greta bei mega hübsch hattest und ich nicht nachvollziehen kann, warum. Also halt mal deine dumme Fresse. Sie kommt bei mir ganz hoch. Unüberlegt. Zeig nochmal. Bist zu schnell. Sie, okay. So ein bisschen badass-mäßig, ne? Ich brauch das. Du stehst da drauf, ne? ja. Also eigentlich müssten wir jetzt nur noch eins machen und das ist, wir machen jetzt nämlich noch eine drüber. Das und soll wenn dann sie, bloß eine und, rein, das oder? Das was? Da soll dann bloß zwei da, oder da, eine kommt, rein? Da kommt der absolute Gewinner rein. Der absolute One der absolute Place. Mit Waifu-Haftigkeitslevel Cat und ich weiß wirklich nicht, warum du dich da überhaupt wieder umentschieden hast. Weil definitiv sie gehört einfach hier hoch. Ich kann nicht nachvollziehen, warum du die runtergepackt hast. Gut, das war auf jeden Fall jetzt meine Einkategorisierung. das ist auf jeden Fall jetzt die Version von Erik und eine ganz grobe Version von mir gewesen, wie wir die ganzen Pokémon-Waifus einschätzen möchten. Das ist das wahrscheinlich traurigste Video, was ich je gemacht habe. Punkt. schaut auf jeden Fall mal bei Erik vorbei, der hat einen Twitch-Account, der ist bestimmt irgendwo verlinkt. Wenn ich dran denke. Es werden bestimmt auch noch irgendwelche künftigen Clips und Videos mit Erik kommen. Auf jeden Fall. Ja. Ist einfach noch richtig traurig, dass er passiert. Jetzt geht er einfach. Na gut. Dann es tut mir leid, Tiger. Es tut mir leid. Flonk, alles verdient. Dann sag ich jetzt Tschüss von meiner Seite. Macht's gut und danke fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.